Willkommen bei Wirtschaft TV. Heute mit Volker Hellmeier, dem Chefanalysten von Solvicon und Herausgeber des Forex Reports, der mittlerweile Kult ist, seit 25 Jahren etabliert. Schön, dass Sie hier sind, Herr Hellmeier. Ich freue mich sehr, in meiner Heimatstadt zu sein und dann noch an der Roten Baumschosse. Ja, Herr Hellmeier, in Deutschland gibt es weiterhin stark einschränkende Maßnahmen. Die haben wir natürlich auch hinter den Kulissen erlebt, erleben das so im Alltag. Zur Eindämmung der Pandemie allerdings scheint der DAX davon sich gar nicht beeindrucken zu lassen, oder? In der Tat, aber das hat sehr gute Gründe. Wir schauen eigentlich durch diese Pandemie hindurch. Mit hoher Wahrscheinlichkeit werden wir im zweiten Halbjahr davon weniger betroffen sein. Und was noch interessanter ist, ist eigentlich, dass die Weltwirtschaft sich erholt. Wenn wir Richtung Asien schauen, dann ist Asien davon kaum noch betroffen. Wir sehen, auch in den USA geht es voran. Und was wir darüber hinaus feststellen, ist, dass der industrielle Sektor davon nicht mehr wie beim ersten Lockdown betroffen war, sondern dass der industrielle Sektor enorm stark läuft. Und genau das, was wir im industriellen Sektor jetzt sehen, werden wir im zweiten Halbjahr, fortfolgende Monate und Quartale, dann auch im Dienstleistungssektor sehen, weil mittlerweile die privaten Haushalte nicht nur in den Vereinigten Staaten, sondern auch bei uns in Europa im Endeffekt enorm hohe Sparquoten haben, da sie in den letzten 12 Monaten nicht wie üblich konsumiert haben. Ergo ist das, was wir an den Börsen hier bewerten, in der Tat mal nicht der aktuelle Status quo, sondern insbesondere in Richtung Dienstleistungssektor der zu erwartende Status quo. Und ich möchte noch etwas betonen, und das ist mir enorm wichtig. Wir reden immer von überbewerteten Märkten. Bei den erwarteten Gewinnen haben wir ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 16 im DAX. Das historische Mittel liegt bei 15,2. Aber das historische Mittel bezieht sich auf Zeiträume, als es bei den Zinsen auch noch ernste Anlagealternativen gab, die es heute nicht gibt. Wer hier also von überbewerteten Niveaus spricht, der ist in meinen Augen intellektuell ambitioniert unterwegs. Sie haben eben schon erwähnt, das Thema Branchenrotation oder Old Economy, weil bisher gab es eine massive Trennung, nicht? Dass man sagte, Dienstleistung ist extrem hart getroffen, Old Economy kommt hoch, Technik eher Schwierigkeiten. Wie sieht das denn künftig aus? Also Dienstleistungen, sagen Sie schon mal, das wird sich bessern? Richtig, aber das haben wir auch schon bewertet. Das heißt, wir haben da sehr viel vorneweg jetzt schon diskontiert von dem, was kommen wird, wenn wir Luftfahrtlinien etc. pp. Anschauen. Für mich ist der interessanteste Sektor in der Tat nach wie vor der zyklische Sektor, also die Old Economy. Da reden wir über Chemie, Anlagenbau, Maschinenbau. Die letzten 4 Jahre, erst bedingt durch Donald Trumps Handels- und Geopolitik von 16 bis 19, war geprägt von einem unterproportionalen Investitionszyklus in der globalen Wirtschaft, weil man war verunsichert. Was passiert mit China? Wie geht das weiter? Man hat also nur das getan bei Investitionen, was man musste. 2020 bis Ende des dritten Quartals ist der Investitionsgüterzyklus wegen der Unsicherheit nahezu ausgefallen. Maschinen nutzen sich nach 10 Jahren ab. Wir haben jetzt 4 Jahre eine Unterinvestition. Die müssen wir erstmal aufholen, um überhaupt den Produktionspakt der Weltwirtschaft wieder in Gang zu setzen. Und wir sehen es ja im IT-Sektor, Halbleiter. Und nicht nur dort, Stahlbranche auch. Da gibt es im Moment Engpässe. Mehr noch muss man dann berücksichtigen, neben diesen Aufholeffekten, die zu kommen haben, das ist nicht eine Frage des Ob, das ist physikalische Ökonomie, das ist ein Muss, bekommen wir diese gesamten Konjunkturpakete. USA jetzt auch Investitionsprogramm, reden wir von 2 Billionen US-Dollar, plus das europäische, 750 Milliarden, das kommt ja alles noch oben drauf. Und das muss durch die Industrie abgearbeitet werden, dass man erstmal die Kapazitäten dafür schafft. Und das heißt, Chemie, Maschinenbau, Anlagenbau haben nicht ein kurzfristiges Aufblühen hier vor sich, sondern eins, das auf die nächsten Jahre festgeschrieben werden kann. Und das ist alles nicht an den Aktienmärkten in einem angemessenen Maße im Endeffekt diskontiert. Also DAX hoch ist damit schon mal logisch, Nasdaq schwächelt nicht unbedingt. Sie sagen, das kommt auch hinterher? Die Technik ist letztes Jahr enorm gelaufen. Wir müssen uns die Werte dort eher einzeln anschauen. Für Halbleiter sehe ich enormes Potenzial, nochmal, weil in diesen ganzen Maschinen, die jetzt gebaut werden, werden auch Halbleiter verbaut. Das ist dann nicht nur die Automobilbranche, sondern das ist ein viel weiteres Feld. Und von daher
sage ich, sehe ich dort wieder Potenzial. Grüne Technologien sind auch sensationell gelaufen, aber mit Kursgewinnverhältnissen. Dagegen war der neue Markt ein Spaß. Da gab es bei einzigen Werten, ich will jetzt keinen Namen nennen, KGVs, Kursgewinnverhältnisse von 1700. Also das ist ambitioniert. Dort sind wir jetzt in einer Gegenbewegung, aber die grüne Technologie, weil eben diese Konjunkturprogramme alle grün gestaltet werden, wird bei den Unternehmen gut laufen. Aber meines Erachtens gibt es hier noch Rückschlagspotenzial in dieser Branche, 10-20%, bevor es dann wirklich attraktiv ist, wieder in die Märkte reinzugehen. Insgesamt sieht das Bild gut aus, wenn wir uns die rein ökonomischen Grundlagen anschauen. Anders sieht es aus, in meinen Augen, wenn wir auf die Geopolitik schauen. Dann kann von der Seite eben dieses positive ökonomische Bild, das wir derzeit in wesentlichen Ansätzen an den Märkten diskontieren, gestört werden. Es gibt eine ganz gravierende Veränderung bei den Direktinvestitionen. China hat erstmalig die USA überholt dabei. Das ist ja auch schon was zeigt, dass da wesentliche Veränderungen gerade auf dem Markt geschehen. Ne? Ich bedanke mich, dass Sie das ansprechen. China wurde im Grunde genommen ja isoliert, oder man versuchte seitens der USA, China international zu isolieren. Und wenn wir dann sehen, dass in dem Jahr, wo diese Isolation wirklich sportlich stattfand, China die höchsten ausländischen Direktinvestitionen für sich verbuchen kann, dann ist das ein Urteil, das die Weltwirtschaft bezüglich der Politik der USA spricht. Und das Interessante ist doch am Ende, dass nicht China das multilaterale Gerüst der globalen Wirtschaft angreift, sondern dass die USA dieses Gerüst angreifen, indem sie sich nicht an das internationale Regelwerk halten und witzigerweise auch von der Europäischen Union nicht in der Form dafür zur Verantwortung gezogen werden. Das ist etwas, was mich irritiert. Jedes andere Land, das sich nicht an Regeln hält international, wird vom Westen drangsaliert. Aber wenn der Westen es tut, scheint es richtig zu sein. Wenn Werte so asymmetrisch angewandt werden, dann sind es keine Werte. Und ich glaube, dass der Westen, und erlauben Sie mir dieses Statement, insgesamt in einer Wahrnehmungsfalle sitzt. Wir glauben, dass wir der Nabel der Welt sind. Das sind wir lange nicht mehr. 1990 hatte der Westen beim Fall des Kommunismus 80% Anteil an der Weltwirtschaft. Heute hat der Westen unter 40, aber wir benehmen uns so, als hätten wir 90. So etwas nennt man Hybris, Selbstüberschätzung. Und Selbstüberschätzung ist der beste Nagel für den eigenen Sarg, um sich in Bedeutungslosigkeit zu begeben. Ja, Sie warnen auch davor, was die USA angeht, jetzt einfach mal Prognosen zu treffen aufgrund der vergangenen 20, 30 Jahre. Weil Sie sagen, das stimmt nicht mehr so. Also das setzt sich nicht einfach kontinuierlich fort, sondern wir müssen das ganz neu betrachten, die Situation. Richtig, das Epizentrum der Weltwirtschaft war früher immer die USA. Ich habe hier in der Nähe der Roten Baumchaussee Deutsche Bank Zweigstelle Pöseldorf diesen Beruf erlernt. Und zu dem Zeitpunkt, wenn die USA einen konjunkturellen Schnupfen hatten, hatten wir im Rest der Welt eine Grippe. Heute ist das Epizentrum der Wachstumskräfte der Weltwirtschaft im euroasiatischen Raum. Und damit meine ich nicht notwendigerweise die Europäische Union, sondern der euroasiatische Raum, Osteuropa plus den asiatischen Raum. Und wenn wir hier nicht aufpassen mit unserem exportseitigen Modell in Deutschland, aber auch in der Eurozone und der Europäischen Union, dann werden wir einer der größten Verlierer perspektivisch werden. Das wird sich nicht von heute auf morgen digital weiß-schwarz zeigen, sondern das ist dann ein Prozess. Die Unternehmen werden dorthin gehen, wo sie die besten Geschäfte machen können. Denn Unternehmen kennen diesbezüglich keine Moral. Und wenn wir glauben, dass wir mit Moral oberhalb des Organigramms, das in der Welt angelegt ist, die Welt gewinnen zu können, dann irren wir uns in einem Maße, wie man sich das gar nicht vorstellen kann. Ich bin für Werte, Moral und Ethik. Aber ich bin auch der Ansicht, dass andere Kulturen anderer politischer Systeme bedürfen. Und die westliche Politik, diese Dinge nicht anzuerkennen, hat in den letzten 20 Jahren Migrationsströme, Tote und Leid mit sich gebracht. Und wenn wir diese Einsicht nicht haben und nur Toleranz im Innenleben haben, hier ein Antidiskriminierungsgesetz,
aber in der Außenpolitik genau anders vorgehen, dann hat das eine Rechnung. Und der Westen hält 20% der Weltbevölkerung, der Rest sind 80%. Und Sie sehen das eher so, wie ich es hier darstelle. Deswegen, wir leben in einer Wahrnehmungswolke. Und die ist gefährlich für unsere Ökonomie, weil die Ökonomie ist die Grundlage der politischen Stabilität. Die politische Stabilität und die Ökonomie sind die Grundlage für den Sozialstaat, den wir uns erlauben. Und wenn wir daran spielen, dann spielen wir am Sozialstaat, dann spielen wir an der politischen Stabilität unseres Wirtschaftsraums, unseres politischen Raums. Und unsere Politiker haben nur eine Verantwortung, nämlich die für uns und nicht für den Rest der Welt. Dafür sind sie nicht gewählt worden. Das heißt, da warnen Sie tatsächlich jetzt zwischen den, darauf zu achten, welche Zusammenhänge bestehen zwischen Ethik, Moral, Verantwortung auf der einen Seite, Gesellschaft und wirtschaftliche Auswirkungen auf der anderen. Das ist ein unglaublich komplexes Thema. Natürlich ist das jetzt grobschlächtig, so wie ich es darstelle, und auch provokant, weil es soll provokant sein, damit Menschen sich überhaupt mal diese Gedanken machen und aus diesen Gedankenblasen, in denen wir uns hier latent bewegen, ein Stück weit zu befreien. Vielen Dank, Volker Hellmeier. Aufrüttelnde Worte von Volker Hellmeier, Chefanalyst von Solvicon und Herausgeber des Forex Report. Bis zum nächsten Mal bei Wirtschaft TV.